Hallo und willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Staffel von Minecraft. Die Legende von Mount Whitmore ist ja lange her, dass wir hier zuletzt die Gegend unsicher gemacht haben. Hier ist er, der Mount Whitmore. Ist ja schon ein fast unvertrauter Anblick. So lange her mit Super Mario und Link. Und zwei Figuren fehlen noch. Die stehen hier oben. Es sind, hoppala, jetzt habe ich, die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich zoomen, aber ich glaube, mit der 1.5er-Version habe ich irgendwie Optifine rausgehauen oder so. Da geht's nicht mehr. Ja, die zwei Figuren, da gab es ja eine Abstimmung. Einige werden das noch wissen, einige, die schon vielleicht ganz lange dabei sind, von Anfang an. Vorher legen wir uns aber mal lieber ins Bett hier, weil ich will jetzt nicht gerade zu Beginn einer neuen Staffel von dem Krieg mal in die Luft gesprengt werden. Ja, 1.5, ich hatte ja eigentlich vor, die dritte und letzte Staffel von Mount Whitmore. Ja, es wird nämlich auch die letzte sein, denn in dieser Staffel werden wir ja den Berg fertig bauen. Die beiden fehlenden Figuren. Was war das? Ach, das war ein Enderman. Ja, man merkt, ich habe schon lange nicht mehr Minecraft gespielt. Das ist alles irgendwie... Ja, das bin ich alles nicht mehr gewohnt hier. Da dieses Creeper und Leute und ich weiß gar nicht mehr. Wie war denn das? Die Creeper können ja jetzt runterfallen. Ach, das können die schon lange, ist ja auch egal. Langer Rede, kurzer Sinn. Super Mario, Link und dann gab es eine Abstimmung. Dazu laufen wir jetzt mal hier zu diesem Tünnelchen hier zurück. Ja, ist eine schöne Verkleinerungsform. Statt Tunnel sage ich Tünnelchen. Ja, das war die Auswahl. Da konntet ihr abstimmen, welche zwei weiteren Figuren aus dieser Auswahl gewählt werden oder gebaut werden sollten. Welche zwei Figuren noch an den Mount Whitmore ran sollten. Und die Wahl ist auch abgelaufen oder die ist auch, die ist beendet schon seit einiger Zeit. Und das Ergebnis machen wir jetzt auf eine eigene Tafel hier. Praktischerweise habe ich auch eine dabei. Wo gehen wir sie denn hin? Gehen wir sie hier hin? Edit Sign Message, der... Oder machen wir es von hinten, geht das eigentlich? Also, am dritten Platz und gleichzeitig am zweiten, da gab es so eine Stimmengleichheit, ist... Ich mache das mal in Klammern, weil ich kann ja nur zwei bauen. Steve aus Minecraft. Also einfach der, der Kopf vom Steve. Nicht vom Jobs, sondern vom... Vom Steve Notch, so heißt er wahrscheinlich, weiß ich nicht. Dann am zweiten Platz, stimmengleich allerdings mit Steve, war ja dann Sonic the Hedgehog. Das geht sich wahrscheinlich nicht aus. Sonic the H. Sagen wir mal Sonic the H. Sonic the H. Damit wir auf Englisch bleiben. Und am ersten Platz kommt Trommelwirbel. Natürlich nicht Trommelwirbel, sondern, der Lemming. Erstaunlicherweise hätte ich mir nicht gedacht, dass es so viele Lemmings-Fans hier gibt. Ich weiß gar nicht, ob die jüngeren Kollegen unter uns das Spiel oder die Lemmings-Serie überhaupt kennen. Das war in den 90ern eine ganz, ganz große, was war das eigentlich? Ein Strategiespiel? Schwierig zu sagen, so ein Puzzlespiel eher. Dass das noch so viele kennen, hätte ich mir nicht gedacht. Das war damals ein Riesenhit, ist auch heute noch spaßig zu spielen. Ja, googelt halt einfach mal Lemmings, so heißt das Spiel. Also Lemmings, mit S und Lemming ist halt ein Lemming aus dem Spiel. Die hat so grüne Haare und blaue Overalls an. Und ja, das heißt, wir werden hier an den Berg in dieser letzten und dritten Staffel einen Lemming bauen. Einen Sonic, also den Sonic natürlich. Da müssen wir sehen, wie sie vom Platz her ausgeht. Und also ich würde eher den Sonic sogar auf diese große Fläche machen, weil ja, der Sonic braucht ja viel Platz, der hat ja viele Pixel, der ist ja schon in der 16-Bit-Ära groß geworden, da hatte man schon mehr Pixel am Körper und der Lemming hat ein bisschen weniger Pixel, weil ich werde sicher einen aus Lemmings 1 nehmen, der kann ja dann hier auf dem Hang stehen oder so und hey, das wäre ja cool, der könnte eigentlich hier mit dem Regenschirm runtergleiten, die Lemmings konnten das ja, falls das jemand noch... Schicht doch ein, an die alten Zeiten. Der Lemming, der konnte ja, also die Lemminge, den konnte man ja sozusagen so Anweisungen geben, was sie tun sollen. Zum Beispiel den Weg versperren oder sich durch den Boden graben oder eben zum Beispiel den Regenschirm aufspannen und wo runterspringen und dann eben so runtergleiten. Da könnte man eigentlich einen, der so runtergleitet, hier bauen. Vielleicht sogar mitten in der Luft, mal sehen. Eventuell müssen die Fahnen hier weg, aber die können wir ja. Wer braucht schon Fahnen? Die können wir ja irgendwie, weiß nicht, irgendwo anders hinpflanzen. Und der Steve von Minecraft, also einfach der Minecraft-Steve,
Das ist der Kopf sozusagen von dem Charakter. Das ist jetzt nicht der Steve, weil ich habe einen eigenen Skin. Den Panda-Pups-Skin. Ich ziehe mal kurz die Hose aus. Jetzt sieht man ihn. Ja. Übrigens ist das eine Frauenrüstung hier, glaube ich. Ja, der Steve von Minecraft, der ist ja, den nehme ich jetzt mal so ein bisschen außer Konkurrenz. Den würde ich nicht auf dem Mount Bitmore tun, weil das wäre ja irgendwie so selbstreferenziell, wenn in Minecraft der Steve auf, ja, auf dem Mount Bitmore wäre. Also dann wäre ja Minecraft in Minecraft, das wäre irgendwie zu viel, dann fliegt also in die Luft, keine Ahnung, dann funktioniert die Logik nicht mehr. Aus diesem Grunde, wenn wir es so machen, hier hinten haben wir ja mal so drei Erdmodelle gebaut, ich glaube, das war in der Folge 25, Mann, das ist ja lange her alles, und ja, Space Invader haben wir gebaut, dann haben wir hier einen Gronkh gebaut, das war, weil irgendjemand vorgeschlagen hat, dass Gronkh ja auch ein 8-Bit Videospielcharakter wäre, also keine Ahnung, wie man auf sowas kommen kann, aber irgendjemand hat es vorgeschlagen, aber ich dachte, ich baue mal einen. Sieht eigentlich recht originalgetreu aus, muss ich sagen, da tropft ihm auch noch die Nase. Ja, den werden wir hier wegsprengen und dann kommt hierhin der Steve auf seinen verdienten, wohlverdienten Platz. Ja, Sache ist aber jetzt folgende. Die dritte Staffel, also wir haben ja jetzt ungefähr 150 Folgen, wenn ich mich richtig erinnere, in der ersten und zweiten Staffel gemacht. Die erste hatte, glaube ich, 42, dann haben wir die zweite Staffel. Da haben wir eigentlich den Hauptteil von all diesem Zeugs hier gepflanzt und gemacht und so weiter. Und, ja. Die Sache ist jetzt folgende. In der dritten Staffel, ich will auf jeden Fall auf 200 Folgen kommen. Das heißt, wir werden nicht nur bauen. Ich werde also auch jetzt nicht einfach hier anfangen, gleich mal zu bauen oder so. Das wäre auch irgendwie witzlos. Nein! Ich werde nur mal die Schafe ernten gehen. Einfach mal so, dass wir wieder unsere ja, Ressourcen, unsere Vorräte an Wolle auffüllen. Ich hoffe mal, da ist jetzt nicht ein Creeper irgendwo. Das passiert mir nämlich gerne mal. Übrigens sollte ich mal was essen. Schrubbel, schrubbel, schrubbel. Schrubbel, schrubbel, schrubbel. So hört sich zumindest an. Ja, liebe Schäfchen, ich bin der Schnibbler. Er kommt. Das Böse hat einen Namen und ein Gesicht. Es ist der Schnibbler. Der neue Horrorfilm von... Ich weiß gar nicht, was für ein Regisseur macht denn eigentlich Horrorfilme? Da gibt es ja diesen M. Night Shyamalan oder wie der Typ heißt. Kann den Namen nie lesen, dieser Inder. Frag doch den Inder. Der kennt sich aus mit Horror. Heißt doch so, oder? Kennt ihr den? Also so ein Horrorfilm-Regisseur. Ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. Also Horror ist ja absolut nicht mein... Genre, das ist ja etwas, was irgendwie komplett an mir, was mir ehrlich gesagt, das tangiert mich peripher, also mit anderen Worten, das geht mir am Arsch vorbei. Ich habe einmal einen Horrorfilm gesehen, glaube ich, und ich fand den irgendwie, weiß nicht, langweilig. Das war, glaube ich, The Ring damals. Gut, Army of Darkness habe ich auch gesehen, aber es ist eher eine Komödie. Das war also Evil Dead 3. Hey, bleib drin! Ich habe eine Schere in der Hand, nicht ein Bündel Weizen. Ja, Horrorfilme, Horrorspiele. Ich werde öfter mal gefragt, hey, kannst du nicht Slender The Arrival oder Slender The Departure oder Slender The Ungeplanter Zwischenaufenthalt, was auch immer, spielen? Nee, ich weiß nicht, das ist irgendwie so das einzige Genre, mit dem ich absolut gar nichts anfangen kann. Ist halt so, also... Das lässt mich kalt, also... Es gibt ja bei Horrorfilmen, sag ich mal so, da gibt es ja so zwei, große Subgenres, wenn ich das mal so nennen darf. Einerseits mal sozusagen Ekelhorror oder Splatter oder so, wo halt das Blut fließt und spritzt und alles. Das finde ich nur lächerlich. Und dann gibt es ja auch noch diesen psychologischen Horror, wo jetzt nicht ständig irgendwelche Leute zermetzelt werden, sondern wo das Ganze so auf Spannung und so aufbaut. Dem kann ich manchmal ein bisschen was abgewinnen, aber das sind ja offenbar auch keine richtigen Horrorfilme in dem Sinn, sondern so eher Thriller, Horror-Thriller oder so. Ja, da gibt es schon auch was... Manchmal Dinge, die mich irgendwie... Aber so im Großen und Ganzen, ja, mit Horror kann ich nicht viel anfangen. Mit Slender und sowas auch nicht wirklich viel. Ist halt einfach nicht mein Ding. Muss ja nicht sein. So, jetzt haben wir die alle hier nackt geschnibbelt, die Schafe. Und damit sollten wir jetzt eigentlich wieder ein bisschen Vorräte haben. Wir haben ja ziemlich viel Wolle hier verbaut. Für Super Mario und auch für Link. Und hauptsächlich für Link eigentlich, der...
braucht mehr Pixelhammers. Alles mal wieder hier rein. Grüne Wolle, türkise Wolle, hellgraue Wolle, hellblaue Wolle, weiße Wolle, violette Wolle, graue Wolle. Da gibt es so viele Farben mittlerweile. Gelbe Wolle. Okay, dann müssen wir das eh mal ein bisschen umsortieren. Türkis, türkis. Magentafarbene Telekom Wolle, Drosselwolle, rote Wolle, orangefarbene Wolle, rosa Wolle, blaue Wolle. Das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Wolle? Das andere ist hier keine. Na, das ist. Da hätten wir fast vergessen. Braune Wolle. Sieht ein bisschen aus wie Erde. Ja. Was haben wir noch so? Fackeln, Brot, Schere. Das war ziemlich stumpf schon, diese Schere hier. Und die Sonne geht auch schon wieder unter. Mann, oh Mann, die Minecraft-Tage sind so kurz. Ja, ich habe ja auch noch ein paar Pläne. Wir haben ja immer mal wieder. Ich kann nicht mehr reden. Darüber geredet, dass ich vielleicht mal ein bisschen mehr in Nether reingehen sollte, weil da ist ja so schön heimelig, so schön warm und gemütlich und dort haben wir ja eine Nether-Festung entdeckt, ganz in der Nähe von dem Portal übrigens und da sollte ich ja vielleicht mal rein, habe ich mir so gedacht. Bevor wir das machen, gehen wir aber erst nochmal schlafen und außerdem möchte ich mich ein bisschen so abrüsten. Also nicht aufrüsten, sondern abrüsten, weil ich habe jetzt eine Menge Zeugs dabei. Zum Beispiel einen Faden, eine Kugelschreibermine. Wie MacGyver an oder zumal. Nee, halt so Zeugs habe ich hier dabei, was ja nicht wirklich sinnvoll ist, mitzunehmen in den Nether, weil es könnte ja verloren gehen. Zum Beispiel eine Diamantspitzhaxt oder eine Diamantschaufel. Das ist ja alles, das nimmt man ja nicht mit in den Nether. Feuerzeug im Nether. Naja. Kann man lassen eigentlich. Falls dort nicht genug Feuer ist. Falls es kalt wird. Leitern werden wir brauchen. Das heißt, da werde ich noch ein paar mehr produzieren. Ich hätte es fast gesagt anrichten. Hey, der hat eine Leiter angerichtet, der Verbrecher. So, Leiter. Ich habe hier voll die Leadership-Skills, auf Deutsch Leitershift. Der war schlecht. 37 müsste eigentlich reichen, um in die Festung reinzukommen. Also da gibt es einen Weg nämlich, wo man da hinkommt, direkt zur Festung, aber da brauche ich auf jeden Fall Leitern, um dann raufzukommen. Und hoffentlich ist da nicht irgend so ein Ghast in der Nähe und bombardiert mich dann, weil dann mag ich das nicht, wenn der das macht. So, gibt's hier schon einen Stack mit Stein? Nee. Kein Stein-Stack. Ja, hier bleibt kein Stein auf dem anderen und kein Auge trocken. So, Eisenstiefel, Eisenhelm, Diamantaxt, Eisenaxt, Eisenschwert. Also ich würde schon das Diamantschwert mitnehmen, weil im Zweifelsfall können wir uns hier ein neues bauen. Dann nehmen wir, wie viel hatten das noch? Durability 517, sollte eigentlich reichen, oder? Müssen wir jetzt nicht noch ein zweites anfertigen oder irgendwas anderes mitnehmen? Diamantspitzhaxt, die würde ich aber eher hier lassen, weil ich weiß ja nicht, ob ich im Nether nicht sterben werde. Und das ist mir ja schon einige Male passiert. Und da ist ja besser, wenn man nicht zu viel Zeugs dabei hat, was irgendwie kaputt gehen könnte. Also würden wir uns jetzt vielleicht einfach mal... gut, die Axt hier, die ist nicht so schade, weil die habe ich ja ertradet. Ja, würde ich jetzt nicht nachweinen. Ich habe ja auch noch die Diamantaxt, aber mach mal eine Eisenspitzhaxt. Stock, so. Spitzhaxt. Das ging ja so. Ich bin ja schon ein bisschen draußen aus dem Minecraft-Spielen vor lauter Castle-Story. Und was brauchen wir noch? Eine Schaufel. Im Nether eine Schaufel brauchen ist eh eine Frage. Brauchen wir im Nether eine Schaufel? Gibt es im Nether schaufelbares Material? Na, Kies vielleicht. Nehmen wir eine mit, ist ja egal, ist ja nur Eisen. Ist ja nur Eisen, ist ja nicht Titan oder sowas. So, nehmen wir das Eisen wieder hier zurück rein. Die Bretter können wir mal mitnehmen, die Erde auch. Die können wir vielleicht brauchen, um irgendwie was zu bauen oder so. Brot haben wir jetzt dabei, das reicht mal fürs Erste, um ein bisschen zu essen. Kompass bringt uns im Nether sowieso nichts. Wieso haben wir hier eigentlich Lapis Lazuli drin? Der gehört doch in die Kiste unten rein, zu den Farbstoffen. Schwarzpulver. Haben wir auch einiges, werden wir dann auch brauchen. Können wir eigentlich ja gleich auch mal was machen, nämlich TNT. TNT, da brauchen wir Sand, glaube ich. Ja klar, Sand war das.
Und dann brauchen wir Schwarzpulver. Ist auch super, das TNT ist ja chemisch gesehen überhaupt, hat ja überhaupt nichts zu tun mit Schwarzpulver, aber in Minecraft, naja, da gelten andere Regeln. So. Das war wohl falsch. Das gehört andersrum. Komme ich hier vor wie bei so einem Sudoku oder so. So. So, nicht alle 40. Das ist ja. Ja. So. Und dann so. Dann haben wir TNT. Okay, ja, gut. Dann machen wir hier noch ein. Machen wir drei gleich mal. Drei. 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 Und dann machen wir hier dasselbe. Zwei, drei, eins, zwei. Ja, genau. TNT. So. Das nehmen wir aber nicht mit in Nether, weil da können wir es auch nicht wirklich brauchen. Da geht das Zeugs womöglich noch gleich in die Luft. Das geben wir hier rein, das Schwarzpulver auch. Den Sand geben wir auch gleich wieder in die Kiste. Ja, ich weiß schon, die neue Staffel fängt nur mit Verwaltungstätigkeiten wieder an. Der Panda, der verwaltet da alles Mögliche. So, Pfeile nehmen wir mit. Vielleicht nicht alle, aber ein Großteil. Lassen wir mal. 10 da, da knurrt schon wieder irgendwo ein Zombie unzufrieden rum. Ich habe übrigens die Changelogs für die 1.5er gar nicht mehr so genau gelesen. Also vielleicht, ich hoffe, die können jetzt nicht Türen aufbrechen oder sowas. Das wäre äußerst unpassend. So macht denn der hier so krupp krupp. Ach, da ist der ersoffen oder was? Oh, schon krass. Naja, legen wir uns mal ins Bett hier. Lass uns von den Zombie-Geräuschen nicht ablenken. Wozu gibt's Orobux? Und ja, blub, es ist wieder Tageslicht. Und da hinten steht ein Creeper. Wieso geht eigentlich Zoom nicht mehr? Moment mal, ich muss jetzt mal kurz was einstellen. Das ging doch bisher immer. Steuerung, L-Control. Nee, ich habe das immer auf Enter gehabt. Übrigens hier, falls jemand sich wundert, wie mein Steuerungsschema aussieht, das sieht ganz strange aus. Das ist ganz anders, als die meisten Leute das haben. Ich bin eher so der Cursor-Tastenspieler. Mit WASD kann ich nicht so viel anfangen. Ja, Creeper. Meet the Creeper, digging deeper. Ich glaube, das war von Rob Zombie, das Lied. Den wird auch keiner mehr kennen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch lebt. Oder ob der mittlerweile unter seinem Make-up erstickt ist. So, ich laufe jetzt mal hier so. Ja. Gut, ist nur ein Skelett. Ist jetzt egal. Kriegen wir auch gleich. Aber der Creeper steht hier unten. Aber wir haben ja zum Glück einen Bogen dabei. Flup. Flup. In die Fresse. Nimm das, Kreatur des Bösen. Nimm das. Es ist ein Geschenk. So, ja gut. Das Lapis Lazuli wollten wir da reinlegen. Aber ich... Ja, da ist ja noch mehr Creeper. Da ist ja auch einer. Alter, ich mag dich nicht, lieber Creeper. Hoffentlich siehst du mich nicht. Da hat man öfter schon die Sache, dass wir hier durchgelaufen sind und plötzlich hier hinter einer Säule oder so einfach ein Creeper stand. Und dann ging's bumm. Wie ja dann auch zu erwarten ist, wenn so ein Creeper auftaucht. So. Auch, wir hatten auch schon die Sache, dass dann hier die ganzen Kisten weggesprengt worden sind. Das ist nicht so schön. So, aber was ist jetzt zu tun? Wir können eigentlich in Nether gehen. Dazu laufen wir hier den Steg entlang, die Küstenstraße. Erinnert mich so ein bisschen an so ein paar ältere Mario Kart Strecken. Da gab es doch auch so eine, die so entlang ging an... Moment mal, das hauen wir jetzt hier weg. Das brauche ich alles nicht. Ja, kannst du es nicht über den Zaun drüber hauen? Alter. Na gut, machen wir es hier nochmal. Da drüben ist übrigens schon das Stegschaf. An und dazu mal ist es hier gestanden am Steg. Irgendwann haben wir dann hier einen Tunnel gebaut. Man sieht ihn hier sehr schön. Und dann hat das Stegschaf zielstrebig seinen Steg verlassen und sich Richtung Tunnel begeben. So, hier unsere super Türkonstruktion, entwickelt von Diplom-Ingenieur LU1ZB. Nether, elternhaft für ihre Kinder, jawohl. Das ist dazu da, dass hier Nether-Leute nicht irgendwie rein oder raus laufen können. Übrigens fehlt hier, glaube ich, eine Textur. Ja, Wertsachen safe. Haben wir da noch was drin? Nee. Haben wir jetzt eh keine wirklichen Wertsachen mehr dabei. Boah, jetzt habe ich geschreckt. Ich dachte schon, da kommt einer raus. Aber gut, die machen dann eh nichts. Gasts passen ja zum Glück nicht durch. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns hier hineinstürzen in den Nether und dann die Nether-Festung stürmen.
Ja, ich hoffe mal, euch hat es bis hierhin gefallen. In der nächsten Folge gefällt es euch dann bestimmt nicht mehr, wenn ich zum 5. Mal abkratze. Ich hoffe es nicht. Und ich freue mich wie immer über Kommentare und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.